as a lord, I command thee now! Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einem neuen Format, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Elden Ring, herzlich willkommen und let's play. Und damit, Ladies und Gentlemen, heiße ich euch herzlich, herzlich willkommen. Wir befinden uns in der Charakterauswahl und, was soll ich sagen, ich danke euch, denn unter anderem auf Instagram wie auch, was heißt unter anderem, auf Instagram sowie auch dem Community-Tab hier auf YouTube habe ich euch diesmal entscheiden lassen, mit welcher Klasse wir starten wollen. Es gibt in Elden Ring genau 10 Klassen zur Auswahl. Ich zeige sie euch ganz kurz. Den Vagabunden, wir haben den Krieger, wir haben den Helden, wir haben den Banditen, wir haben den Astrologen, wir haben den Propheten, den Samurai, den Gefangenen, also ein bisschen was von dem Alien, oder? Den Bekenner, den Bettler, wer es in einem eh schon Souls-like-Game nicht schon schwierig genug hat und dem es einfach nicht schwierig genug sein kann, der spielt das Ganze einfach am besten halb nackt. Den, ja, das war's. Das sind die 10 Klassen und ihr habt abgestimmt. Ich danke euch sehr, sehr, sehr dafür, denn ich habe tatsächlich auch mit dieser Klasse schon ein bisschen geliebäugelt. Was war bei mir hoch im Kurs? Hoch im Kurs war, Astrologe, weil ich eigentlich mal Bock hatte, irgendwas in Richtung Magie zu machen, aber auch Samurai. Das waren die 2 Klassen, die neben der Klasse, die es jetzt werden wird, der Vagabund, hoch im Kurs war. Wer die ganzen Punkte sehen will, guckt einfach nochmal in den Community-Tab, da habe ich euch das aufgelistet als Skala, wer was wie hat. Und näher gehe ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch gar nicht auf die verschiedenen Charakterklassen ein. Vielen, vielen Dank. Der Vagabund, Ladies and Gentlemen, ist so eine Mischung aus allem. Er kann wohl angeblich, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, in diesem Format habe ich mich tatsächlich ein bisschen mehr mal oder allgemein überhaupt mal ein bisschen vorbereitet vorneweg, weil ich wirklich Angst habe. Es ist ein Souls-like-Game. Das heißt, wir erwarten hier Schwierigkeitsstufen von Dark Souls 3 und Sekiro. Wer diese Spiele kennt und auch schon mal gespielt hat, der weiß, ich muss versuchen, eine innere Mitte zu finden, muss mir versuchen, eine Taktik zurechtzulegen, muss auf jeden Fall zu lernen, zu blocken und werde sterben. Ich werde nicht nur einmal sterben, ich werde einfach ganz, ganz oft sterben, weil dieses Spiel straft einen einfach für jeden Fehler, den man macht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und wie ich mich schlagen werde. Ich werde diese Challenge annehmen und freue mich sehr drauf. So, also, und der Vagabund, der kann nämlich tatsächlich auch Magie-Elemente relativ leicht auch annehmen. Ist so eine Mischung, also es ist ein Nahkämpfer, was ich ja sehr, sehr liebe. Vielen Dank dafür. Das heißt, ihr kennt mich sehr gut und habt da auch Bock drauf, das zu sehen. Und ich habe auf jeden Fall auch Bock, irgendwie noch ein paar magische Fähigkeiten mitzuerlernen. So, jetzt höre ich auf, drumherum zu labarabadem. Was ist denn Typ A und B? Der rechte, oder? A, B. Nehmen wir den rechten? Ich erkenne da als Körpertyp jetzt nicht so viel. Ah, so, pass auf. Hier sind die Statusanzahl. Ja, gut, okay, dann scroll ich es für euch jetzt einfach nochmal schnell durch. Der Form halber. So, also. Stufe, Kraft, Geist. Ja, yeah, er hat halt relativ viel Kraft. Kondition ist beim Helden natürlich noch besser. Ich scroll's mal für euch einfach spaßeshalber so ein bisschen durch. Für diejenigen, die den Anfang des Spiels sehen wollen, selber gucken wollen, ob das was für sie ist, vielleicht. Natürlich, das wäre natürlich falsch. Ich finde, die Nacken finde ich eigentlich am geilsten, ne? So, Freunde, also. Ich nehme jetzt einfach mal Körpertyp B. So, Name. Ich bereite mich nie auf einen Namen vor, ne? Ich bereite mich nie auf einen Namen vor. Ich brauche einen Namen. Ich brauche einen Namen. So, Ladies and Gentlemen,
Namensfindung ist ja echt mal schwer. Wir müssen einfach mal so eine Liste machen aus potenziellen Namen für irgendwelche Spiele, die ich dann einsetzen kann. Ich habe mich jetzt entschieden für einen altnordischen Namen mit Bedeutung Adler bzw. Bote. Wir nennen den ganzen Guten jetzt Ari. Ich bin in Namensgebung ist ja echt nicht so meins, ne? Aber warum schreibe ich ihn groß? Mach's doch so. Also, pass auf. Ich nenne ihn jetzt einfach so. Zack. Alter, jung, erwachsen. Beeinflusst nur das Aussehen, nicht die Fähigkeiten. Ja, wenn ihr erwachsen andenken. Oh, kein Andenken. Die Vergangenheit ist ein für alle Mal vergangen. Ein Medaillon. Oh, hat er ein Andenken? Zwischenlandrune. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Runen ist Geld und Geld ist wahrscheinlich gut, ne? Goldene Saat. Heiligflaschen. Asche der Vampirwichte. Die Asche winziger Golems. Angeblich enthält die Asche sogar Geister. Gesprungene Töpfe. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Steinschwertschlüssel. Zwei Steinschlüssel in Schwertform. Heben Siegel von Wichtstatuen auf. Können jedoch nur einmal verwendet werden. Betörende Äste. Fünf heilige Äste erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Mikela. Gekochte Garnelen. Als Talisman? Wer kennt's nicht? Fünf Portionen gekochtes Garnelenfleisch. Erhöhte Resistenz gegen körperlichen Schaden. Oh, das finde ich gut. Shabiris Kummer. Irres Antlitz eines Adeligen, dessen Augen herausgerissen wurden. Zieht die Aggression von Feinden an. Ich glaube, ich würde die Zwischenlandrune nehmen. Ich hoffe, das Geld verdirbt mich jetzt nicht. Die Gold der Gnade. Die Gold. Da ist es schon. Da ist es schon. Die Verderbnis. Die Dummheit in mir. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Pass auf. Wir nehmen jetzt einfach das. Grundvorlage wählen. Alter, sie sieht ja auch. Wie soll ich sagen? Also, ich wollte eigentlich eine Frau nehmen. So, das gängigste Antlitz der Befleckten. Sie waren schließlich alle einmal Krieger. Also Kriegerin, Wahrheitspilgerin. Ich wollte eigentlich einen Mann nehmen. Kann ich nicht was Männliches wählen? Aristokratin, ein edles Antlitz der Adligen aus dem Zwischenland. Einzelgängerin. Kann ich auch das Geschlecht wählen? Ich habe mich dazu entschlossen, tatsächlich mal wieder einen männlichen Charakter auch zu machen. Ein Antlitz von einem Stamm der Tradition oder wie manche sagen, Ketzerei der Gesellschaft anderer vorzieht. Nordländerin. Speziell, aber muskulös. Das musste auch erstmal hinkriegen. Ein Antlitz der rauen Völker des harten Nordens. Manche behaupten, sie würden von Riesen abstammen. Matrosin? Alter, mit dem möchte ich mich all nicht anlegen, ne? Aber die Knie sehen gut aus. Schön detailreich. Schön viele Falten um die Knie. Ja, gut. Aber wie viele Jahre war das jetzt? Auch, also, warum kann man denn diese Ansicht machen? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Bandai Namco? Entschuldigung. Und Fromm und alle, die damit drin hängen? Also, da hoffentlich nicht mit drin. Ihr wisst, was ich meine. Das Antlitz einer Matrose, die das Zwischenland auf der Suche nach ihrer Heimat durchstreift. Schilfländerin, wir können die ja jetzt vergleichen. Ja, okay, also. Ja, so. Aber die stehen auch exakt breitbeinig da, ne? Drakonierin, ach so, Schilfländerin. Ein Antlitz aus dem weit entfernten und isolierten Schilfland, in dem Blut ein alltäglicher Anblick ist. Drakonierin? Das ist ja so eine Steinfarbe. Erinnert mich irgendwie an so ein Stein-Pokémon. Das steinerne Antlitz der Drachenjünger, deren Leben oft sehr kurz ist. Oh, wie traurig. Nachtvolk? Das finde ich ganz geil. Das filigrane Antlitz des Nachtvolks. Laut einer Legende floss in der Vorzeit Silber durch ihre Adern. Boah, schimmert auch so ein bisschen, ne? Entschuldigung, nachdem ich die Funktion jetzt entdeckt habe, muss ich es bei jeder jetzt ausprobieren. Numenvolk. Das Gesicht der Numen. Den angeblichen Nachkommen eines anderen Landes. Langlebig, aber selten. Auch schon gut falten. Wie soll ich sagen? Aber warum kann ich denn keine Frau machen? Keinen Mann machen? Sind das alles Frauen?
Muss ich eine Frau wählen? Weiß das jemand? Oh, wir können sogar noch reinzoomen in die ganze Geschichte. Oh, ist ja fantastisch. Also, ich weiß nicht, warum wir hier jetzt eine Frau nehmen müssen. Kann mir das jemand erklären? Oh! Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Aber... erklärt mir doch mal, warum kann ich keinen Mann nehmen? Ah, Entscheidungen. Also, Kriegerin. Wahrheitspilgerin finde ich ja eigentlich ganz geil. Wahrheitspilgerin. Wobei, Einzelgängerin finde ich auch gut. Ja, so ein Xena-Verschnitt. Ja, Entschuldigung, ich habe es jetzt entdeckt, die Funktion. Ich muss sie ausprobieren. Dim. Oder Nachtvolk. Nachtvolk? Nachtvolk. So, detailliertes Aussehen. Alter, jung. Junge Stimme. Aber ich kann hier... Geschlecht kann ich nicht ändern, oder? Weil wenn ich jetzt hier bei der Stimme schon bin... Ist Ari... Können wir Ari auch als weiblichen Charakter nehmen? Ich würde deine Stimme gerne mal hören. Ah, ausprobieren. Das hört sich schon nach Leid und Sterben an. Ich stelle mir gerade vor, wie diejenige das eingesprochen haben muss, die sehen. Kannst du auch gut ein Porno zusammensteigen. Oder hätte ich ganz am Anfang bei dem Typen... Ah, okay, also Typ A muskulös, der Körperbau hat keine Auswirkungen auf Fähigkeit. Schlank, der Körperbau hat... Ja doch, also ich bin für schlank, aber warum... Warum sehe ich hier nirgendwo Mann oder Frau... Tja, also, ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Das ist halt was sehr Verstörendes an sich. Ich glaube, ich bin für Erwachsene Stimme 1. So, Hautfarbe ändern. Ach, du fasst das nicht. Wir können ja hier alles an Farben wählen. Also, ich will euch natürlich jetzt auch nicht so sehr mit der Charakterauswahl. Oh mein Gott, wir haben ja echt alles, was Knochenstruktur. Was bitte? Also, wir können die Gesichtsform anpassen. Wo passe ich es denn an? Okay. Aber ich hätte voll gerne einen Typ. Warum muss ich denn jetzt so fragen? Also es tut mir leid, ich wollte eigentlich einen Typ wählen. Ich muss leider doch irgendwie eine Frau wählen. Gesichtsästhetik. Kann schon gerne dann ein bisschen ins Feminine gehen. Das finde ich ganz gut. Gut, nehmen wir das. Gesichtsstruktur. Gesichtssymmetrie. Nasengröße. Finde ich eigentlich gut. Können wir so lassen. Nasen. Also du kannst hier offensichtlich sehr viel einstellen. Stirntiefe. Sieht man ja jetzt nicht durch die Haare. Brauenwulst. Augen. So. Ah, warte mal.
Gut, Nasenrücken, Wangen, 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 Knochenhöhe. Okay, krass. Lippen, Lippenform. Geöffnet, gespitzt. Habe ich da jetzt irgendeine Veränderung gesehen? Das Kinn finde ich ja. Warte mal, wo war das Kinn? Hatten wir das Kinn schon? Nee, das Kinn kommt erst unten, ne? Kinn. Kinnlänge. So. Also so viel sehe ich da jetzt gerade gar nicht an Veränderungen. Hat ein stranges Profil von der Seite, oder? Sagt man nicht Kiefer? Okay, gut. Also 1000 Sachen, die wir verändern können. Dann haben wir hier die Haare. Haarfarbe. Oh, was Schönes Dunkles. Komm, lass uns was Schönes Dunkles nehmen. Glanz kann so bleiben. Wurzeldunkelheit, weißes Haar. Nö. So, Augenbrauen. Sehe ich ja nicht. Sehe ich ja nicht, sehe ich ja nicht, sehe ich ja nicht. Gesichtsbehaarung. Bart. Stoppeln. Können wir Ladyboy machen. Wimpernfarbe weiß finde ich eigentlich voll gut. Weiße Wimpern? Wobei, jetzt würde mich interessieren, wie sehen sie denn mit schwarzen aus? Ah, vielleicht. Mal wieder so grüne Augen irgendwas? Boah, da hätte ich voll Bock drauf. Trübungsfarbe. Da können wir vielleicht irgendwas Blaues mit reinnehmen. Oder so ein bisschen... so ein bisschen was Rotes. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Also... ja, wahrscheinlich sieht sie sehr, sehr unspektakulär am Ende aus. Ich wollte aber auch einen Krieg annehmen. Ich habe nicht damit gerechnet. Hautglanz. Wobei wir eigentlich vielleicht die Hautfarbe mehr ins Bläulich machen müssen. Oh, ich weiß es noch nicht. Kosmetik. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich überfordert, Freunde. Ich bin einfach überfordert. Ich bin richtig überfordert. Naja, wir wollen sie jetzt nicht zu sehr schminken. Oh, Tattoo. Tattoo? Wo denn? Wo haben wir die? Warte mal. Also, wir können auch offensichtlich Tattoos irgendwo hin machen. Aber wo? Okay, krass. Also sind halt so richtig krasse Symbole, die wir machen können. Aber wo taucht denn das dann auf? Kann mir jemand sagen, wo das dann auftaucht? Hat irgendjemand die Tattoo schon entdeckt? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich würde das jetzt einfach so lassen. Ähnliches Gesicht. Suche dein Tattoo. Nö. Also, wir können den Körper ein bisschen ändern.
Können wir jetzt auch so Mega-Eumel rantackern? Okay. Ja, ist ein bisschen zu groß, ne? Ist ein bisschen zu groß. So, Arme, Beine, Körperbehaarung, Körperhaarfarbe, Muskulatur. Ja, wenn dann schon muskulös, oder? Sag mal nicht. So, ich bin dafür. Sie ist jetzt fertig. Eieieiei. Okay, Freunde. Dann. Starten wir jetzt endlich bei einer halben Stunde das Spiel, oder? The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. America the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, America's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord.
Und damit geht's jetzt endlich los. Der Ring. Okay, krass, das sieht echt gut aus. Ich finde es tatsächlich schon wieder ein bisschen sehr dunkel. Also, wir gucken mal, was wir können. Ich kann... Oh mein Gott, das ist ein Geist. Das ist einfach ein Geist. Ich hoffe immer, das ist mein Tutorial-Geist. Also, wir können springen. Ich kann zurückweichen. Okay, war das jetzt gut oder war das schlecht? Also, pass auf. Kartenmenü. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung informieren. Außerdem könnt ihr leuchtende Marker frei platzieren, um euch zum Erkunden besser zu orientieren. Über eure Karte könnt ihr überdies jeden bereits entdeckten Ort der Gnade auswählen und sofort dorthin reisen. Es gibt aber auch Dungeons und andere Orte, an denen dies nicht möglich ist. Und ich muss, glaube ich, in diesem Spiel tatsächlich sehr aufpassen, dass ich mich von meiner Neugier nicht in die Irre führen lasse. Also, das ist die Karte. Es ist Nacht. Und ich habe ein bisschen Angst. Also, Beutelgesten, da habe ich ein bisschen Geld. Also, Ausrüstungsmenü. Über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talismane und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu 3 Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktionen jeder Waffe unterscheiden sich je nach Hand, die die Waffe führt. Das ist ja auch so ein Klassiker. Okay, also wir haben ein Langschwert. Körperlich, magisch. Ich glaube, dass da ist ein Tutorial-Geist, der da auf uns... Den wir gerade verpassen. Das Wesentliche verpassen wir am Anfang wieder. Und deswegen werde ich dieses Spiel dann am Ende nicht schaffen. So, pass auf. Schild, was haben wir hier? Vagabundenritterhelm. Stulpen, also so standardmäßig Zwischenlandrune. Die haben wir von Anfang an schon ausgerüstet gehabt. Okay, Inventar. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt. Sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. So, Großansicht, Erklärung, Anzeigen, Charakterdaten. So, ich muss mir natürlich erstmal ein bisschen reinfinden. Was ist das? Asche. Herstellungsmaterialien, Verstärkungsmaterialien, Schlüsselobjekte, Zaubereien. Da freue ich mich wirklich drauf. Anrufungen. Hallo? Ja, Pizza bitte. Ja, ich weiß. Entschuldigung. So, Langschwert. Was ist das? Hellebarde. Haben wir den jetzt in der anderen Hand ausgerüstet? Ich weiß noch nicht genau. Fernwaffen, Pfeilebolzen. Okay. Status. Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe, eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen euch Änderungen an eurem Angriff, eurer Verteidigung und eurer Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstung verliehen werden. Okidokidokidok. Ist ja logischerweise hat sich da noch nichts geändert. Und hier haben wir Systemeinstellungen. Okay. Okay, damit kann ich mit meinem Okay, das ist so eine Geschichte. Aha, diese Taste muss ich mir auf jeden Fall merken. Wichtige Taste. Okay, pass auf. Also, oh mein Gott. Können meine Waffen eigentlich auch kaputt gehen? Weiß das jemand? Aber wie kämpfe ich denn? Ja, gute Frage. Ich weiß noch nicht, wie ich kämpfe. Ah, okay. Gut. Was ist das? Überreste plündern. Runzliger Finger des Befleckten. Immer schon Dinge, die ich unbedingt einsammeln wollte. Runzlige Finger von irgendwelchen Befleckten. Okay, wir lesen jetzt die Nachricht. Mag der Pfad... Runzliger Finger überlegt, aber... Juhu, ich habe einen runzligen Finger gefunden. Diesen trage ich immer bei mir. Gut. Mag der Pfad auch Ich muss gerade von meinem ganz grenzwertigen Kopfkino wegkommen. Also, mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den... Und alle wollen jetzt wissen, was für Gedanken in meinem Kopf vor sich gehen. Ah, jetzt ist FSK ganz, ganz alt. Und auch so ein bisschen cringe. Also, deswegen möchte ich diesen Gedanken gerade nicht teilen. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eltenfürsten. Okay. Gut. Ist das eine Kirche gewesen? War das was? Keine Ahnung. Preiset Mist. Was? Preiset Mist? Diese Nachricht aber... Ja. Mist ist scheiße.
Gerade erst begonnen. Okay, gut. Wem, was für Nachrichten hält ich jetzt weg? Preiset! Nachricht! Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß nur, es ist schon wieder sehr, sehr dunkel. Ich überlege gerade, ob die Geister irgendwelche anderen Spieler sind. Eigentlich habe ich eingestellt, dass ich jetzt erstmal offline anfange. Aber okay. Kapelle der Erwartung. Was für ein Blutfleck. Nein. Also ich wüsste nicht, warum ich Blutflecken berühren sollte. Ich gehe mal kurz nochmal in die Einstellung rein. Warte mal, wo waren das? Oh, warte mal, das sind Gesten. Warte, die Gesten, die will ich mir jetzt nochmal. Hey! Jubel, Jubel, Freu, Freu! Okay, Leute, ich gehe nochmal in die Einstellung kurz rein. Ja, es sieht so aus, als seien das irgendwelche anderen Spieler vielleicht. Abspringen voraus. Okay. Also, ich soll jetzt springen? Ich springe jetzt einfach mal. Aber es stand doch abspringen voraus. Kapelle der Erwartung. Ist halt die Frage, was für Erwartung haben wir? Warte mal, hier sind überall Nachrichten. Wahrscheinlich. Erstens viel Glück. Versucht er auf mich zu schießen? Geht sehr gut. Naja, er trainiert wahrscheinlich. Okay, da kann ich mich ducken. Gut, also, dann verliere ich auch sämtliche Runen. Aber wo zum Henker soll ich denn jetzt hin, ist die Frage. Ich würde jetzt alles erstmal kaputt machen. Ob ich irgendwas finde. Diese Tür ist blockiert. Warum? Aber wenn ich da unten sterbe, ich weiß... Ach. Alter, sie ist so dumm, ne? Nehmen wir doch einfach die Treppe. Nehmen wir einfach die Treppe. Es geht schon gut los. Es geht einfach schon gut los. Es geht gut los. Es geht gut los. Also, wertvolles Objekt voraus. Alles übersetzt. Was ist denn hier ein wertvolles Objekt? Also sind das Hilfestellungen vom Spiel? Von irgendwelchen Leuten? Ich weiß es noch nicht genau. Hoffnung voraus.
Und ich springe einfach in den Tod. Das gibt's auch schon wieder nicht. Springen versuchen. Was haben wir hier? Gott! Oh Gott! Das finde ich gut. Vorsicht! Voraus! Was willst du? Vorsicht vor voraus? Ja, genau so. Hatte nicht erwartet, das Abspringen. Ich finde es schon mal gut, dass Blocken und Angriff eine relativ gute, ausgeglichene Tastenbelegung ist. Was haben wir hier? Warum immer Nest? Zauberspruch voraus benötigt. Warum immer etwas Unglaubliches? Vorsicht vor Arme. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber es ist okay. Daher umkehren. Kein Objekt voraus, daher umkehren. Und warum soll ich Blutflecken berühren? Was passiert, wenn ich... Da ist jemand gestorben. Ah, Licht. Bestes Kommentar der Welt. Vorsicht vor Lügner. Sie stürzen sich alle in den Tod, ne? Okay, Freunde, ich bin ein bisschen minimal verwirrt. Aber die Stimmung ist extrem düster. Voll geil. Lese ich jetzt alles durch? Ich habe Angst, dass wir das Elden Ring suchen. Ja, da hast du vollkommen recht. So. Viel Glück. Können wir sowas auch machen? Und wenn ja, wie? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt jetzt gleich der erste Gegner? Oh mein Gott, ich bin noch gar nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Fuck. Boah. Drei Schläge und ich bin tot. Alter, was denn? Hätte man mich nicht davor mal warnen können, bitte? Also, es wird grandios. Es sieht ja echt geil aus, aber ich glaube, es wird echt schwer. Aber vielleicht soll das auch so sein, dass ich jetzt also am Anfang gleich sterbe. Lass uns überraschen, wo wir rauskommen. Vor allem, was war das? Ich habe den Eindruck, es sollte so sein. Oder bin ich jetzt in irgendeiner anderen Höhle aufgewacht? Fragen über Fragen. Krieg ich jetzt einen Pony? Stier? Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. By chance! Even if it does violate the Golden Order. Mysteriöse Dinge gehen vor sich. Ich finde die Atmosphäre ja echt geil, ne? Leuchtet. Okay. Flasche mit Purpurtränen. Ah, gut. Flasche mit...
Himmelstränen. Also Tränen müssen wir auf jeden Fall auch einsammeln. Okay. Das weiß ich. Ah, gerade erst begonnen. Ich gehe noch mal kurz in die Einstellungen. So, ich muss jetzt die Helligkeit noch mal ein bisschen anpassen, weil durch dieses helle Licht hier um mich rum sieht man sonst ganz viele Sachen einfach nicht. Okay. Tapfere Befleckte, wagt den Sprung. Des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Hoch versuchen. Okay. Ich werde bestimmt voll viele Sachen übersehen, habe ich den Eindruck. Aber was zum Henker ist das hier? Das finde ich, sieht ja echt schön aus. Aber was ist das? Ist das ein Erdenbaum? Eine unergründliche Art, außer hatte nicht erwartet, das Stille? Was? Also diese Nachrichten finde ich ja äußerst skurril, wenn ich das mal so sagen darf. Eldenring suchen. Ich hätte gerne mal ein paar einfache Gegner. Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein Nebel? Ich habe noch nichts gemacht, aber ich habe die Gnade entdeckt. Friedhof der Gestrandeten. Okay, also. Was ist denn Zauberlernen? Zauberlernen. Über das Menü Zauberlernen könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu besprechen. Das Wirken von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Eure Speicherplätze legen die Zahl der Zaubereien und Anrufungen fest, die ihr sammeln könnt. Ihr könnt die Zahl eurer Speicherplätze erhöhen, wenn ihr einen Speicherstein erhaltet. Ist alles so formal erstmal noch ein bisschen kompliziert. Truhe sortieren. Was für eine Truhe? Truhe sortieren, Schatztruhe sortieren. Über dieses Menü könnt ihr Objekte, die ihr bei euch tragt, in der Truhe lagern oder gelagerte Objekte aus der Truhe entnehmen. Wenn ihr beim Aufsammeln eines neuen Objekts bereits die maximale Anzahl an Objekten bei euch tragt, wird es automatisch in der Truhe gelagert. Oh, das wird vermutlich so mein Problem sein, denke ich. Dann Flaschen. Okay, gegen goldene Saat können wir Anzahl der Flaschen erhöhen. Gut, was haben wir noch? Früh am Tag. Ah, ist ja wild. Was ist das? Überreste plündern. Koop Mehrspielerparteien. Mit dem Krummfinger des Befleckten hinterlasst ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Koop Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt, der Finger, der euch gerufen hat. Okay. Ist übersetzt. Ich verstehe gerade nur Bahnhof, Freunde. Ich verstehe einfach nur Bahnhof. Also ich bin in irgendeiner komischen Höhle jetzt gelandet. Das Ding ist, in Elden Ring steht uns von Anfang an Hebel. Ach so, Hebel. Aber wie bedienen wir den Hebel? Yeah.
Wie bedienen wir den Hebel? Kann ich draufschlagen? Wie können wir einen Hebel bedienen? Gute Frage, nächste Frage. Wie können wir einen Hebel bedienen? Hebel, ja, aber... warte mal, Steuerung ansehen, das vielleicht... schließen, Markierung, Ort der Gnade... zoomen... ich habe keine Ahnung, wie ich den Hebel bedienen kann. Also hier ist ein Hebel, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn bedienen kann. Vielleicht auch, aber mit Y, da war ja nur... Ich habe keine Ahnung. Immer noch kein Objekt. Muss ich vielleicht den Hebel bedienen, um hier rauszukommen? Dann müsste man wissen, wie man den Hebel bedient bekommt. Fragen über Fragen. Oder ich nehme einfach den Fahrstuhl. Ja, Fragen über Fragen. Ich werde mich jetzt erstmal hier ein bisschen im Krüge kaputt machen, à la Zelda bedienen. Lügner voraus. Lügner voraus. Okay, ist auch schon eine sehr stabile Aussage. Viel Glück voraus. Lügner voraus, viel Glück voraus. Öffnen! Was für eine strange Türöffnung! What the fuck? Oh mein Gott! Boah, ist das schön! Sind das Adler? Ich renne wahrscheinlich gleich in die erste Gefahr rein. Das sind einfach Adler. Oh, wie schön ist das bitte? Was? Monster? Ich jetzt? Krass. Da läuft irgendwas Großes. Boah, das sieht einfach richtig, richtig groß und gut aus. Tja, wenn ich wüsste, wo ich jetzt hin soll. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin soll, Freunde. Oh mein Gott. Wir werden dieses Reich erkunden. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch dabei. Ja, ja, der Start war ein bisschen schwierig. Oh, ein bisschen verwirrend und mysteriös. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr auch am Start seid. Klickt euch sehr gerne in das nächste Video rein. Und... genießt den Tag. Bis dahin seid immer ein wenig dirty.